Und wenn du deine Tage hast, dann schluck Anti-Bitch-Tabletten, dann beruhigst du dich wieder. Also ich habe noch kein erstes Mal gehabt. Ich würde mit ihr mein erstes Mal Sex haben. Oh Gott. Ich fall, du lässt mich tiefer und tiefer fallen. Und noch mehr tiefer und tiefer fallen. Ja, hilf mir, Herz, ich fall. Aber mir macht keinen Spaß. Ich habe die ganze Nacht Kommentare gelesen. Ich sage jetzt vor allem hier, dass ich mit Niki befreundet sein werde. Sehr schön. Das war richtig süß. Ach, und Shadowhunter Army, ich glaube, sie weiß noch gar nicht, dass du ihr einen Kuscheltier-Tiger geschenkt hast. Ich überreiche ihn ihr später. Den habe ich nämlich entgegengenommen. Cute. Gestern Nacht? Niemand hat gepennt. Ja, ich habe Zwiebelringe. Aber gestern Abend ist Niki zu mir ins Bett gekuschelt gekommen. Sie hat irgendwie eine kleine Panikattacke bekommen. Und ich habe sie dann mit meiner Superman-Kuscheldecke eingemummt. Also ich sag zwar die ganze Zeit gerade nichts, aber in mir kocht's. Und Muschi, mach deine Dreckshände da weg von meinen Schultern. Ey, was willst du damit erreichen? Ich hüll dir gleich deine Augen aus. Ich hasse ohnehin schon Umarmungen. Und dass Songhwan dich so krass beschützt, finde ich auch der größte Mist. Mach jetzt deine Hände da weg, du Schlampe. Okay, wie du willst. Da. Hee-sung, bitte nicht, wir leiden auch mit. Also ich verstehe auch nicht, Niki, warum du ihn jetzt extra nervst. Nervst du ihn, ja? Ich will ihn nur besänftigen. Aber das ist falscher Moment und überhaupt falsche Art. Ich habe meinen eigenen Kopf. Das hat sie wirklich. Alter, ich spüre Hee-sungs Wut bis hierhin. Der köpft die ja gleich. Ich glaube, der ist gerade vor allem richtig wütend auf uns alle, weil wir uns für sie entschieden haben. Sorry, Hee-sung, aber die Zuschauer haben einfach recht. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Mich hasst sie, weil ich nur einmal einen Witz gemacht habe, Hee-sung sie aber ständig runtermacht und sie ihn jetzt freiwillig berührt? Habe ich was verpasst? Du bist echt eine kleine Zicke, Niki. Und eine Mini-Diva ist mir schon aufgefallen. Sie ist nicht nur eine Zicke, sondern Abschaum ist sie auch. Und ganz ehrlich, wenn ihr jetzt alle zu ihr hält, dann trenne ich mich von euch. Ich gehe meinen eigenen Weg. Aber Hee-sung, das kannst du nicht. Wir gehören zusammen. Ja, und ich kann ja trotzdem meinen eigenen Weg gehen, du Penner. Okay, Entschuldigung, nur gesagt habe. Niki, ich merke voll, wie deine Angst gerade entschwindet. Wenn die anderen jetzt da für dich sind, dann brauchst du mich ja nicht mehr. Oh, Niki. Naja, aber vielleicht gut so. Sungwon, du kannst mir auch nicht alle Frauen wegschnappen. Ich brauche auch noch welche. Ich liebe Frauen. Ich werde mich um Niki kümmern. Ich weiß, ihr alle auch, aber ich will ein bisschen flirten. Jetzt mach mal halblang, Jake. Sie ist noch sehr jung. Ja, yeah, like, what the fuck? Lass sie doch mal atmen. Die hat genug Stress hinter sich, bevor du ihr noch die Zunge in den Hals steckst. Oh, da ist wohl jemand eifersüchtig? Songhwan? Und BTS_Army_Forever1? Das mit der Cuteness von Niki haben wir schon genau in dem Video besprochen. Also der Kommentar war jetzt etwas überflüssig, aber okay. Mein Element ist Cuteness. Sie ist so süß. Aber wie alt ist sie? Kannst mich auch direkt ansprechen. Ich sitze doch gerade neben dir. Ah, schüchtern. Wir sind alle 20, aber sie ist erst 16. Ja und? Ja, nichts und. Wenn sie selbst Gefallen an dir findet, dann ist das okay. Aber sonst lass die Finger von ihr. Gell, lass meine Kumpelfreundin. Und ich bin nicht süß? Du bist auch süß, aber sie ist noch süßer, weil sie klein und jünger ist als du. Also ich hoffe doch, dass Hee-sung sie bald auch mögen wird. Ich meine, man kann nicht anders, als sie zu lieben. So ein kleines, knuffiges Etwas. Übertreib doch nicht. Also ich habe noch kein erstes Mal gehabt. Ich würde mit ihr mein erstes Mal Sex haben. Oh Gott. Der Typ, ey. Wenn aus deinem Mund, Jack, ab jetzt immer so scheiße rauskommt, dann werden wir beide keine Freunde sein, auf längere Sicht gesehen. Warum? Na, ich kann mich selbst wehren. Ist ja gut, Niki. Halt schon meine Klappe. Ich bin so müde. Also ich nicht. Ich kann noch Party machen. Ey, mir reicht's, Niki. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, ha? Du denkst wahrscheinlich, dass du diejenige bist, die besonders ist, weil du als Einzige kein Element besitzt, stimmt's? Stimmt's? Songhwan, bitte. Du schenkst ihr mehr Aufmerksamkeit als mir. Oder magst du sie mehr? Sunu, jetzt nerv nicht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das hier ist eine allgemeine Diskussion. Und wenn du deine Tage hast, dann schluck Anti-Bitch-Tabletten, dann beruhigst du dich wieder. Okay, also die, die hinter Niki stehen, sind Songhwan, ich, Jay und Jake. Ich werde sie in Ruhe lassen. Ja, du weißt, was ich meine. Ich glaube, Suno mag sie nicht, weil du sie so sehr magst, Songhwan. Du kannst dich nicht selbst verarschen. Also ich finde es sowieso im Moment zu viel, wenn ihr euch alle schon so auf sie einstürzt. Lasst mir es doch einfach langsam angehen. Okay, ich bin jetzt einmal ehrlich, Songhwan. Ich habe Gefallen an dir. Du gefällst mir. Und ich bin schwul, das wisst ihr alle schon. Ist mir scheißegal, was du jetzt gerade von mir denkst, aber ich finde dich sehr anziehend. Hab dich schon lange in meinen Gedanken ausgezogen, mit dir Sex gehabt.
Ich finde dich nice. Zu viel des Guten. Nichts zu viel, sondern genau richtig. Sorry, dass das so direkt aus mir herauskam. Schon okay. Danke für deine Ehrlichkeit. Schwul ist cool. Schwul. Ja, also wenn es das ist, warum du Niki so hast. Auch. Dann, keine Ahnung. Nein, ich disse sie wegen ihrem mit ohne Element. Wieso guckt ihr euch immer gegenseitig an wie Affen, wenn mal keiner was sagt? Ist doch egal. Also, ich hab grad die Nase voll. Komm, rotz noch runter, dann ist perfekt. Bäh. Schuki Lovers 2002, es ist nicht komisch, dass dir Hisun gefällt. Es gibt unterschiedliche Fans, manche mögen seine Art. Könnte mir jemand helfen, eine Frau zu überzeugen? Mann, Jake! Was? Ich hab Interesse. Er ist witzig. Playboy-Russe am Start. Jungs, ihr wisst, glaube ich, alle gerade nicht, wie confused ich bin. Auch wenn es nur mich und Sungun angeht. Und ja, ich rede so, als wären wir irgendwie zusammen. Aber er gibt mir nun mal das Gefühl, besonders zu sein. Nur jetzt nicht mehr und ich bin verletzt. Sungun. Er will nur deinen Körper, Suno. Was labert die für Müll? Ich bin gerade auch sprachlos. Alter, Niki, ihm schon jetzt sowas vorzuwerfen? Also, ich muss mittlerweile viel von ihr schlucken. Schlucken. Ihr Hunde. Ja, wir sind nicht ganz unschuldig. Aber Niki, so wie die Zuschauer schon gesagt haben, finde auch ich es nicht okay, dass du ihn behandelst, als wäre er Hisung. Er war der Erste, der sich gegen uns alle gestellt hat. Ey, wir konnten ihn erblinden, ertrinken und sonst was mit ihm anstellen. Das ist er für dich eingegangen. Ja, aber vielleicht ist er einfach durcheinander. Durcheinander? Wow. Ach, ist doch jetzt egal. Also, Niki, beruhige dich erstmal im Innern. Dann kannst du mit mir, mit den Zuschauern oder jetzt mit Jungwon immer reden. Und dich austauschen, wenn du dir bei irgendwas unsicher bist, okay? Ich fühle mich wie Luft. Mann, Suno, es geht auch gerade nicht um dich, sondern um die Sache, dass wir als Gruppe miteinander auskommen müssen. Und du könntest ruhig auch was dazu sagen, als nur blöde Kommentare abzugeben. Ich gebe keine blöden. Doch, tust du, und das nervt, ganz einfach. Ich find's gut, No Name. Gott, sie wagt sich, dich zu dissen. Ey, Jay, liest du mal vor? Hisung, kommst mal bitte her. Also, ich protecte jetzt mal den kleinen armen Little Moon, an dem du deine Wut und Selbstzweifel ausgelassen hast. Und ja, ich bin so dumm, um mich mit dir anzulegen. Danke der Nachfrage. Wir sollen aufhören, eure Videos zu schauen. Wozu macht ihr sie dann? Also nur mal so, wir unterstützen euch. Aber vielleicht mag er die Mülltonne zuschauen. Sie hat einen schwachen Charakter. Uff. Also, und sie darf ihren Namen ändern und so. Das hast du nicht zu bestimmen. Halt deine Eifersucht in Grenzen. Ich find's, by the way, ziemlich schwach von dir, dass du sie deswegen runtermachst, you know? Aber same, ich sollte vielleicht einfach mal meine Klappe halten. Ich hab nämlich auch einen schwachen Charakter. No Name, du bist gleich so tot. Richtig tot. Siehst du, wie er schon guckt? Lies mal weiter, Jungwon. Ach so, ja, nett? Nee, Fremdwort, das kenne ich nicht. Nett ist übrigens ein sehr interessantes Wort. Kannst du mal googeln, oink oink. Und dann schreibst du auf die Stirn. Edith, Maike hat gesagt, ich soll dich schlagen, also. Oha, oink oink noch dazu. Du kleine Missbildung. Du, die aus der Mutter nur schwer herausgekommen ist. Schau mir in die Augen. Deine Muschi stinkt. So, reicht dir's? Hisung, ey. Ich hab gesagt, ich halte kein Blatt vor dem Mund. So eine Bitch. Das war das saftig. Hat er verdient? Also wäre ich jetzt der Little Moon, ich würde wegrennen. Ran. Also jetzt hast du ihn tatsächlich sprachlos gemacht. Ah ja, er hat doch nie gerechnet, dass ihn jemand schlägt. Alter, und Muschi stinkt. Dein Penis stinkt, Alter. Hochkant Wichser bist du. Ja, der haut euch einfach Sachen unter der Gürtellinie raus. Der oink oink. Aber ey, No Name, wie nice, dass du ihn jetzt auch oink oink nennst. Ist voll der süße Name. Zu süß für seinen Charakter. Das tat weh. Ich frag mich jetzt, ob er aufhören wird, böse mit den Fans zu sprechen oder nicht. Aber ich habe jetzt noch mehr Angst vor Frauen. Kann man nichts machen. Ich werde immer scheiße sein. Dann kriegst bald noch eine geschellert. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Auch wenn ich dich cool finde, Hisung. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich niemand nachvollziehen können. Oder doch? Gibt's solche Kommentare irgendwo? Oh, ja, wieder von Shadowhunter Army. Sie findet ihn auch cool, wie ich ihn auch. Nice. Also wir beide, du und ich, Shadowhunter Army, haben da auch schon was gemeinsam. Wir beide finden seine aggressive Art cool und swaggy. Aber er muss aufpassen und ich will nicht, dass er immer Zuschauer runtermacht. Mein Herz bleibt stehen. Ich liebe sie. Du wirst den Glaub nicht ändern können, Jake. Ich weiß, aber vielleicht, wenn man immer das sagt, vielleicht hilft ein bisschen.
Meine Stimme zittert, ich krieg kein Wort mehr raus. Das steht da, steht meine Mom da. Meine Lippen beben und die Hände werden zur Faust. Da steht einfach meine Mama da. Meine Nerven versagen, ich kann sie ertragen. Mama, Mama, Mama. Endlich seh ich dich wieder bei den Rest der Zeit Krieger. Mama, ey, ich hab nicht mehr die Kraft, bei dir zu sein. Bei dir zu sein. Es ist schon zu spät, Mama. Es ist zu spät, Mama. Bin immer noch dein. Immer noch dein. Doch alles sich dreht, Mama. Das alles ist. Du umarmst dich, doch zurück und Kälte. Das alles erkenne ich. Yeah. Ich hab nicht mehr die Kraft, bei dir zu sein. Bei dir zu sein. Es ist schon zu spät, Mann. Es ist zu spät, Mann. Bin immer noch dein. Immer noch dein. Doch alles sich dreht, Mann. Wieso vibriert mein Herz, sobald du mich anfasst? Irgendwas in mir sagt mir was, aber was? Du bist für mich ein fremder Mensch, tut mir leid, was? Tut mir leid, was? Wer bist nur du? Wer? Wer bist nur du? Du, 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 du. Gefällt's mir. Schüchtern. Schlucken. Zu viel des Guten. ich sag immer, nein, wenn mal keiner was sagt, das klingt so scheiße. In Kombination mit diesem Satz, wieso guckt ihr euch immer gegenseitig an wie Affen, wenn mal keiner was sagt? Nein. Oh, bei Hiesung ist meine Stimme kackt ab immer. Okay. Oh, da ist wohl jemand eifersüchtig? Sorry, aber das klang wie ein Esel, der Gick. Oh Mann, ihr seid witzig. Und wenn du deine Tage hast, dann schluck Anti-Bitch-Tabletten. Dann ich bin so dumm, warum lache ich? Was labert die für Müll? Was labert die für Müll? Hört ihr meine Stimme? Kackt voll ab, die ganze Zeit. Okay, Entschuldigung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder die Little Mohans, Little Mohans. Ich finde es so süß, wie Jungwon lacht, by the way. Gell? Ich muss immer, Teil der Cute-Faktor bei Jungwon, der lacht süß.